Seit 2008 gibt es in Leipzig die August-Hermann-Franke-Grundschule, kurz AHF. Diese staatlich anerkannte Ersatzschule auf dem alten Leipziger Messegelände richtet sich nach christlichen Grundwerten. Ja, unser Motto ist christlich, nachhaltig, lebendig, und das christlich steht also auch für unser Markenzeichen. Wir wollen ein christliches Schulangebot in Leipzig anbieten. Christliche Werte sind vor allen Dingen praktische Werte, die sich im Miteinander, im Leben, im Zusammenleben in der Gemeinschaft herauskristallisieren und deutlich werden. Das Miteinander, es ist die Vergebungsbereitschaft, es ist die Achtung vor dem Leben, die Achtung vor dem anderen Menschen, es ist aufeinander hören. Die Mitarbeiter an der AHF-Grundschule sind ausgebildete Pädagogen und Erzieher, die vom Freistaat Sachsen anerkannt sind und die sich als Christen im Sinne der Zielstellung dieser Schule engagieren. Somit stehen neben dem Lehrplan auch der biblische Unterricht und das Gebet im Fokus. Um aktuell den wachsenden Anforderungen an der Schule durch zunehmende Schülerzahlen gerecht zu werden, mussten die Unterrichtsräume dringend erweitert werden, durch Container. Die Container ermöglichen uns es jetzt, das erste Mal in diesem Schuljahr 2016-17 zwei Klassen aufzunehmen. Wir haben also so eine große Nachfrage, Leipzig wächst und immer mehr Familien ziehen nach Leipzig, Industrie wächst und es gibt immer mehr Arbeitsplätze und viele Familien kommen. Und natürlich eine hohe Geburtenrate, und auch an unserer Schule merken wir das. Wir haben unheimlich viele Kinder und Eltern, die an unsere Schule wollen. Und mit diesem Container hinter mir wird es jetzt möglich, dass wir also zwei Klassen aufnehmen. In den nächsten Jahren wird die Anlage weitergebaut, kommt ein Container zum nächsten, und wir werden hoffentlich an dem Standort dann bald mal 100 Kinder haben. Vor kurzem konnte nun ein neues Klassenzimmer im vollklimatisierten Container installiert werden. Feierlich wurden die neuen Räume mit eigenen Sanitäreinrichtungen eingeweiht. Zur Freude der Kinder. Ich finde es eigentlich mal spannend, woanders Schule zu haben. Also eigentlich ist es sehr viel gleich. Ja, und glaubst du, dass der Unterricht hier genauso viel Spaß macht wie... Ja. Für die Kinder ist der neue Klassenraum ein Zugewinn. Doch ganz unproblematisch war das Ganze nicht. Ja, der Containerbau, der hat eine Menge Kraft und Zeit gerade gebunden, auch bei uns in der Geschäftsführung, in der Verwaltung. Eine große Herausforderung war natürlich, erstmal Container zu finden. Die Flüchtlingskrise in Deutschland trägt dazu bei, dass viele Containerhersteller ausgebucht sind und auf Monate hinweg gar nicht mehr lieferfähig sind. Wir sind dankbar, mit einer Chemnitzer Firma, Firma Menzel, eine Containerfirma aus Sachsen gefunden zu haben, die auch wirklich ganz kurzfristig reagieren konnte, Container liefern konnte. Eine große Herausforderung beim Aufstellen dieser Container war natürlich das ganze Genehmigungsverfahren mit dem Bauamt in Leipzig auf der alten Messe. Es ist nicht ganz so leicht, hier Schule zu machen. Es ist eigentlich als ein Gewerbestandort behandelt, sodass da also genehmigungsrechtliche Fragen im Hintergrund standen. Und eine große Herausforderung ist auch, dass der Grund und Boden, auf dem wir uns befinden, der Stadt Leipzig gehört. Und hier gab es leider Verzögerungen, was den Mietvertrag angeht. Also das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung, hat viel Kraft gekostet, und auch für die Eltern, die natürlich darauf gewartet haben, dass ihre Kinder hier eingeschult werden und einen sicheren und schönen Schulstart kriegen, war es schon eine Geduldsprobe. Trotz der Schwierigkeiten hat die AHF-Grundschule einen neuen Klassenraum, modular, praktisch unbegrenzt erweiterbar und klimatisiert. Die endgültigen Pläne für die Zukunft der Schule sind es aber noch nicht. Viel wichtiger ist ein gut zu erreichender und vor allem dauerhafter Schulstandort.